Auf der ECMA 2016 präsentiert der taiwanesische Hersteller Access Motor Quads, ATVs und Side-by-Sides mit Motoren von 50 Kubik bis 800 Kubik mit Einspritzanlage und Turboladung bzw. Kompressor. Kein Wunder, dass sich der Importeur Michael Leeb hier in der Mitte über mangelndes Interesse aus der deutschen Händlerschaft keine Sorgen machen musste. Ganz neu auf der ECMA 2016 präsentiert Access Motor seinen 800 Kubik Kompressormotor, das in der finalen Fassung zunächst 84 PS leisten soll. Eingebaut werden soll es zunächst in einem Side-by-Side, das auf der ECMA 2016 noch im Prototypenzustand gezeigt wurde. Details, die den Einbau des Motors und die Federung betreffen, lassen allerdings einiges erwarten, zumal sie an ruhmreiche Vorbilder erinnern, insbesondere die Polaris RZR. Mit einer kompletten Flotte an Quads, ATVs und Side-by-Sides tritt Access Motor aus seinem Schattendasein heraus und empfiehlt sich mittlerweile als Komplettanbieter. Now? We are now present the, our side-by-sides in June 2016. Ja, ich kann mich hier nur anschließen. Also wir sehen hier im Hintergrund das neue SSV von Access Motor. Wir sehen hier im Prinzip den Rahmen, Räder. Wir können aber schon, glaube ich, sehr klar erkennen, wie weit die Fabrik ist. Im Juli, August ist geplant, in Deutschland ein Meeting, eine große Präsentation, eine große Europa-Präsentation zu machen. Das Fahrzeug sollte dann ungefähr im Herbst 2017 auf den Markt kommen. Befeuert wird dieses Fahrzeug dann mit dem neuen Aggregat von Access Motor, was wir hier auch im Hintergrund sehen. Das ist der neue 800 Kubikzentimeter Kompressormotor, der laut Access Motor um die 85 bis 90 PS Leistung haben sollte. Was das Design betrifft, ist zwar noch Rätselraten angesagt. Unschwer anzunehmen ist allerdings, dass auch das neue Side-by-Side wieder Angel Eyes haben wird und sich von der Ansicht her den aktuellen ATVs anschließen wird.